Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute packen wir gemeinsam ein Paket von Rebuy aus. Es gab am vorletzten Wochenende für alle Newsletter-Empfänger einen Gutscheincode, bei dem man sich die Versandkosten, ich glaube, ab 20 Euro gespart hat. Und ich habe mir ein kleines Paket bestellt mit 5 Büchern, alle in sehr gutem Zustand, wenn ich mich recht erinnere. Ich schaue nochmal auf meinen Warenkorb, das ist richtig. Und ich dachte, wir packen, die sind hier irgendwie zusammengebunden. Das ist ja interessant. Also, dass sie nicht rumfliegen, finde ich sehr cool. Ich dachte, wir packen das jetzt einfach mal gemeinsam aus. Ich bin nämlich auch neugierig und ja, was wären Katzen ohne ein Paket? Geht natürlich nicht. Oh, jetzt kriege ich hier diesen Papierstreifen nicht auf, bin zu schwach. 5 Bücher sind es geworden. Tatsächlich sind es bis auf eins richtige Wunschlistenbücher, die auch schon länger auf der Wunschliste standen. Und das eine ist mir so zufällig über den Weg gelaufen, ist aber dennoch ein Buch, was ich schon länger so ein bisschen auf dem Plan hatte. Ja, das erste Buch, was ich in der Hand halte, ist auch vom Zustand wirklich ein sehr gut. Hat hier vorne so ein bisschen... ich hasse diese Aufkleber. Geht es euch auch so? Hat hier vorne so einen kleinen Datscher. Das könnte jetzt aber auch vom Liefern kommen. Und zwar, Hunde-Stories zum Staunen aus dem Diogenes Verlag. Das sind verschiedene Kurzgeschichten. Hunde-Stories zum Staunen. Unter anderem auch eine Geschichte von Donna Leon. Und wir haben hier Truman Capote, André Heller, Anna Quindlen, Patrice Ngangang, kenne natürlich ja gar keinen, Cy Montgomery, den kenne ich, Paul Auster kenne ich auch, Evelyn Waugh kenne ich auch, Franz Kafka, Sven Regener, Ingrid Noll und eben auch Donna Leon. Und das Buch ist mir natürlich durch das Cover aufgefallen und ich habe es in der Flow entdeckt, zusammen mit einem anderen Buch, was hier auch direkt liegt. Und ich bin ein Tierfreund, ich mag Tiergeschichten und ich mag auch Hundegeschichten super gerne. Und ich fand auch das Cover einfach total klasse gemacht und freue mich auf die Kurzgeschichten. Und ein zweiter Band, da haben sie den Aufkleber aber richtig blöd vorne drauf gemacht. Ach Mensch, Rebuy, manchmal frage ich mich. Das Buch hat im Übrigen, ich glaube, ursprünglich 10 Euro gekostet und ich habe es jetzt gebraucht für 5,50 bekommen. Also ein bisschen mehr als die Hälfte, finde ich aber bei dem Zustand auch in Ordnung. Ja, das nächste Buch sieht auch in Ordnung aus, gefühlt auch nicht gelesen. Ist dann 7 Leben, Katzengeschichten, die bleiben. Ebenfalls aus dem Diogenes Verlag und auch in der Flow entdeckt, also waren beide gleichzeitig eine Buchempfehlung. Kostet, glaube ich, eigentlich auch 10 Euro und hier habe ich 6,50 bezahlt. Und auch da, ich fand einfach diese Cover beide so als Buchempfehlung, es sah schon irgendwie sehr cool aus. Und auch hier ist eine Geschichte von Donna Leon. Wem kennen wir hier? James Bowen, Takashi Hiraidi, Petra Hartlieb, Sir Arthur Conan Doyle, da freue ich mich. Ja, David Mitchie, Die Katze des Dalai Lama, da bin ich ja gespannt. Ist das eine Kurzgeschichte zu der Katze? Das ist ja mega cool. Da bin ich ja sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt. Benedict Wells, Kate Mora, Donna Leon, Julia Frank, Doris Lessing, Johann Richard zur Megilde, Maeve Brennan, Ingrid Noll, Mia Schalef. Ja, bin ich auch sehr gespannt, freue ich mich drauf. Und das ist eben sowas, so Kurzgeschichten, die man einfach mal so ein bisschen auch genießen kann. Dann ein Buch, das ich bei Sarah Sophie gesehen habe, die das, glaube ich, in ihren Januar-Lesemonat oder im Februar-Lesemonat erzählt hatte. Und ja, dieses Buch ist jetzt nicht wirklich sehr guter Zustand, aber für den Preis okay. Und das ist Tage wie Salz und Zucker von Sherry Chatuk. Das Buch habe ich für 1,29 Euro gekauft, kostet aber ursprünglich auch, glaube ich, 10. Ich finde es nicht ganz sehr guter Zustand. Also ich würde eher sagen, es ist ein guter Zustand. Man sieht, es ist vielleicht ein, zweimal gelesen. Man sieht eine Lesenrille. Es ist ein bisschen vergilbt, ich finde das ja nicht schlimm. Ich weiß ja, es ist ein gebrauchtes Buch. Aber bei sehr gut verstehe ich schon ein bisschen was anderes drunter. Ist, glaube ich, aus 2014. Und da ging es um eine Geschichte, um zwei Frauen, die unterschiedlicher irgendwie nicht sein könnten. Die eine beobachtet die Menschen gerne,
möchte aber nicht gesehen werden. Und die andere ist genau das Gegenteil. Die ist zwar blind, aber sprüht vor Lebensfreude. Und ja, irgendwie klang das bei Sarah Sophie so, so schön. Ich packe ihr Video auch einfach mal in die Infobox. Dass ich fand das so eine bezaubernde Geschichte. Und ja, als ich dann dachte, für 1,30 Euro kann man einfach nichts falsch machen. Selbst wenn es nur ein gutes Buch ist und am Ende wieder auszieht, ja, war das absolut in Ordnung. Man hatte Lesespaß und deswegen durfte es bei mir einziehen und ich freue mich da sehr drauf. Ja, das nächste Buch ist mir schon einige Male jetzt in den Buchhandlungen über den Weg gelaufen, wird mir auch immer mal wieder angezeigt auf Lovely Books oder auch auf Amazon zum Beispiel und es klingt einfach so bezaubernd und es sieht auch schön aus. Die schönste und die traurigste aller Nächte von Mauricio Gomide und es ist ein wunderschönes Cover, wie ich finde, aus dem Rowohlt Verlag. Kostet eigentlich 16 Euro, ich habe es jetzt für 5,50 bekommen, also 5,49 und ja, im Grunde fast ein Drittel nur dafür bezahlt. Es ist ein relativ neues Buch, wenn ich mich recht entsinne, kommt aus dem Portugiesischen und ja, war letztes Jahr ist das herausgekommen. Und, oh, sehr schön. Glück ist die Gewissheit, dass die Menschen, die wir lieben, für immer bei uns sein werden. Ach, ist das schön. Ja, es ist ein ziemlich neues Buch und, ja, das Glück beginnt mit dir. Ist hier drin in der Broschüre und ich fand einfach, bei dem Preis konnte ich nicht widerstehen. Und da ich den Klappentext so, so schön finde, ja, lese ich den jetzt auch einfach mal vor. Eine Liebe stärker als die Zeit. Mein Name ist Viktor. Vermutlich haben Sie schon jede Menge Liebesgeschichten wie diese gelesen. Aber ich versichere Ihnen, es waren alles Geschichten. In meinem Fall, so unglaublich es klingt, ist alles wahr. Ich habe ein Geheimnis, das ich mit niemandem teilen kann. Starke Gefühle bringen meine Zeit manchmal durcheinander. Wenn ich glücklich bin, springe ich zurück in die Vergangenheit. Wenn ich traurig bin, geht es in die Zukunft. Das kann Sekunden oder Minuten dauern, höchstens ein paar Stunden. Ich kann keinen Einfluss nehmen auf den Verlauf der Geschichte. Aber es hat mir schon so viel Ärger eingebracht, dass ich mich ans Ende der Welt zurückgezogen habe und versuche, nie wieder glücklich oder traurig zu sein. Die Ursache für all das? Amanda. Warum? Weil unsere Liebe unerfüllt bleiben musste. Wird es eines Tages enden? Keine Ahnung. Doch heute Morgen kam eine Einladung und ich denke, ich kann endlich herausfinden, ob das, was mir passiert, ein Fluch oder ein Geschenk ist. Oh. Ja, ich mag natürlich Zeitreisegeschichten sehr gerne. Es erinnert vom Gedankengang auch ein bisschen an die Frau des Zeitreisenden, wenn vielleicht ein bisschen weniger kitschig und doch tatsächlich einflussnehmender. Und ich finde, es klingt einfach nach einer wunderschönen Geschichte. Und wenn schon ein Buch die schönste und die traurigste aller Nächte heißt, also ich finde, ja, es hat mich total angesprochen und ich freue mich da jetzt wirklich sehr drauf und bin mega, mega gespannt, was dieses Buch für mich bereithält. Und ich weiß gar nicht, gab es schon mal einen Portugiesen, von dem ich was gelesen habe? Man weiß es. Und das letzte Buch ist tatsächlich größer, als ich so gedacht habe. Wurde mal in einer kleinen Buchhandlung gekauft und der Preis überklebt. Ich habe dafür jetzt 3,80 bezahlt. Das ist von Ralf Bauer. Yoga unterwegs zu mir. Meine Yoga-Geschichte hat ja wirklich mit Ralf Bauer begonnen und seiner damaligen ja, Yoga-DVD, zusammen dann auch mit seiner zweiten. Und das sind auch DVDs, die mich nach wie vor begleiten. Also selbst nach gefühlt fast 20 Jahren liebe ich diese DVDs, liebe ich, wie Ralf Bauer sein Yoga rüberbringt, wie er das charismatisch macht, wie das alles aufgebaut ist. Ich mag die Reihenfolge der Übungen. Ich habe schon zwei andere Bücher von Ralf Bauer gelesen. Ich wusste tatsächlich nicht, dass es das so groß ist. Und es heißt ja so schön, Yoga mit allen Sinnen. Und er gibt hier Reiseeindrücke, als er ja, nach Ladakh gefahren ist. In Tibet, Ausflüge in Klöster zu heiligen Stätten, was es für ihn bedeutet. Und es ist wohl das persönlichste Buch, zusammen tatsächlich auch mit Yoga-Übungen hinten drin. Also es ist hier der Hund, der Halbmond, der Drehsitz, die Heldenhaltung. Also er erklärt hier auch Asanas und
Ja, finde ich total spannend, mir das so ein bisschen anzuschauen. Und ja, hier ist er auf Mauritius. Also ich bin total neugierig. Wildpferd, das sich schlafen legt, großartig. Ich liebe es, wie manchmal diese Übungen heißen. Ja, ich bin sehr gespannt, freue mich drauf. Und auch wenn ich vielleicht nicht komplett alles Neues irgendwie mitnehme, ja, freue ich mich aber auf die neuen Impulse, die mir dieses Buch gibt. Und ja, bin sehr, sehr gespannt. Und für 3,79, ne Mäuschen, konnte ich auch nicht viel falsch machen. Ich weiß nicht, was es sonst kostet, aber ich vermute mal bestimmt auch so 18, 20 €. Aber hinten ist eben ein Aufkleber drauf. Und wenn man den abzieht, dadurch, dass die Haptik hier so ein bisschen, ja, jetzt nicht leinenmäßig, aber sich anders anfühlt, möchte ich nichts kaputt machen. Und ja, das ist aber definitiv schon sehr guter Zustand. Ich muss auch sagen, ich bin wieder sehr, sehr zufrieden mit der Rebuy-Bestellung. Ich sag mal, bis auf Tage wie Salz und Zucker, was definitiv eher gut für mich ist, aber es ist natürlich immer so eine Interpretationssache, bin ich sehr zufrieden und es war toll verpackt. Und ja, ich freue mich auf die Bücher. Ganz schön ein bisschen was gespart. Und ja, natürlich auch das Porto und das für Bücher, die man eben auch auf der Wunschliste hat. Ich finde, da kann man dann auch einfach nichts verkehrt machen und dann kann man sich da auch einfach mal ein paar Bücher bestellen. Und das war es jetzt auch schon von mir und meinem Unpacking. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren verraten, ob ihr eins der Bücher schon kennt oder ob euch eins davon irgendwie anspricht. Das würde mich sehr interessieren. Ich packe euch ja die Bücher auch schon mal unten in die Infobox, wenn ihr da euch die Bücher näher anschauen wollt. Schaut da gerne mal vorbei. Und dann bin ich natürlich auch neugierig, ob ihr gerne gebrauchte Bücher kauft. Also ob ihr Freebuy unterwegs seid, Medimobs oder ja, lasst mich das gerne mal wissen. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.